So, jetzt fällt die Entscheidung. Wernimov hat gerade eben noch die Führung übernommen. 0 in 35,46 Sekunden. Mann, ist das eine spannende Entscheidung. Und jetzt, schöner könnte so ein Finish nicht sein. Mit Crazy Chara, der Galido 1 Tochter aus väterlicher Zucht, kommt ein junger Mann, der hier aus der Region stammt, aus Hüdesum bei Hildesheim, der in Göttingen studiert hat, während seine Kommilitonen womöglich im Moment in der Bahn stehen und die ja hier den Parcoursdienst traditionellerweise leisten. Auf geht's, Friso. Auf geht's in die Siegerrunde. So, es geht los am Oxer. Mit Crazy Kato, dem Vollbruder von Crazy Chara, hatte er heute schon mal so ein bisschen Pech als schnellster Vierer im Championat. So, jetzt gilt es, die Doppelstahlkombination möglichst schnell auf direktem Wege zu erwischen. Das schaffen die beiden. So, und jetzt nochmal eng rum. Jetzt nochmal volle Kraft voraus in die Schlusslinie. 35,46 Sekunden. Hat Wernimov vorgelegt. Friso Bormann, Crazy Chara fliegen nach Hause zum Sieg. Das gibt's nicht. 0 in 34,22 Sekunden. Und da zieht er den Hut. Nürten Hardenberg zu Fuß im Turm steht Kopf. Das gibt's nicht. Und da zeigt er auf sein Pferd. Da zeigt er auf sein Pferd und noch passende Anerkennung. Wahnsinn. Wahnsinn, aus familieneigener Zucht stammt sie, Crazy Chara, und er hat mal eine Viertelstunde mit dem Auto von hier in Göttingen studiert, eine Stunde mit dem Auto von hier zu Hause in Hüdesum. Friso Bormann und Crazy Chara gewinnen die Gotha Trophy 2017, und ich glaube, einen schöneren Abschluss kann diese Gotha Night aus sportlicher Sicht nicht finden. Spitze, alles gelungen. Besser geht's nicht. Und meine Damen und Herren, natürlich für diesen großartigen Sieg für ihn wird jetzt eine feierliche Zeremonie vorbereitet. Die Siegerehrung der Gotha Trophy 2017. Also diese Siegerrunde, die hatte es wahrlich in sich. Man kann das immer so ganz lapidar sagen.